Hallo, willkommen in der Caritas Notschlafstelle. Ich möchte euch heute kurz durch die Notschlafstelle führen. Wenn jemand bei uns anläutet, ist der erste Schritt, dass wir die Leute nachher fragen, ob sie Symptome zum Coronavirus haben und woher sie kommen. Wenn dieser erste Schritt getan ist, gehen wir dann weiter in den ersten Stock rauf, wo unsere Notschlafstelle ist. Das ist der Raum, wo unsere Nacht- und Wochenenddienstmitarbeiter sind. Und wenn ihr da kurz sicherschauen möchten, das haben da eben einen Arbeitsplatz und die Betten, wo sie nächtigen. Unsere Nacht- und Wochenenddienstmitarbeiter arbeiten unter der Woche von 4:30 bis am Morgen um 8. Und am Wochenende und an den Feiertag arbeiten sie durch. Jetzt geht ihr bitte mit. Wir gehen weiter zur nächsten Station. Die Notschlafstelle hat insgesamt 8 Betten. Die sind aufgeteilt auf 2 Einzelzimmer und 3 Doppelzimmer. So, als nächstes möchte ich euch gern das Esszimmer und die Küche zeigen, wenn wir mal wieder folgen. Aufgrund von Corona haben wir da nur 2 Stühle stehen. Die Küche steht zur freien Verwendung. Was wir haben, wenn jemand kommt, der gar nichts hat, haben wir auch Lebensmittel da, die wir ausgeben können und der Person zur Verfügung stellen. Und das Gleiche gilt auch für Kleidung. Wenn dort jemand was braucht, haben wir immer was da. Und jetzt hätte ich euch noch gerne unsere Oase zeigen. Was ich euch jetzt noch zeigen möchte, ist unser Frauenraum. Das ist schon was ganz Besonderes. In der Notschlafstelle ist es generell so, dass der Frauenanteil gering ist. Aber damit wir so attraktiv machen können, haben wir eben diesen sogenannten Frauenraum eingerichtet. Der Frauenraum ist wirklich nur für unsere weiblichen Gäste, damit sie einen Rückzugsort haben, nur für sich und da in Ruhe Zeit verbringen können. Somit möchte ich den Rundgang bei uns in der Notschlafstelle beenden. Vielen Dank und ich wünsche euch noch einen spannenden Abend.